Unser Thema heute ist Freundschaft mit sich selbst schließen. Manchmal höre ich von Teilnehmern, ich kann nicht meditieren. Wenn ich mich hinsetze zur Meditation, da sind so viele Gedanken an dieses und jenes, es sind so viele Gefühle kommen da auf und ich komme nicht zur Ruhe. Ich kann nicht meditieren. Manche Menschen fangen an, Achtsamkeit zu üben und berichten dann, wie unglaublich unachtsam sie wären. Sie hätten das in der Gelegenheit und bei der Gelegenheit und immer wieder bemerkt, dass sie unachtsam waren. Ich sage dann, daran merkst du, wie achtsam du mittlerweile bist, weil du merkst, dass du unachtsam bist. Oder umgekehrt formuliert, unachtsam sein und es nicht mal mitkriegen, das ist wahre Unachtsamkeit. Unachtsam sein und es mitbekommen bedeutet eigentlich, dass man hin und her schwankt zwischen unachtsamen Augenblicken und achtsamen Augenblicken. Und immer wenn der achtsame Augenblick beginnt, merkt man, dass man gerade unachtsam war. Ja, und dann ist man halt eine Zeit lang achtsam. Und irgendwann wieder unachtsam. Ja, aber das macht vielen Menschen große Schwierigkeiten. Ich sage das dann, aber ich bin nicht sicher, ob es wirklich verstanden wird. Ja, ich bin einfach ein bisschen unsicher, ob es wirklich ankommt. Das Gleiche ist bei der Meditation. Was kann man sagen, wenn jemand meint, er könne nicht meditieren, weil so viel Gedanken sind bei der Meditation? Ja, ich sage gerne, musst du weiter üben. Du hast wahrscheinlich viele Probleme gerade. Tu weiter meditieren, es wird schon besser werden. Und auch da bin ich nicht sicher, ob ich immer richtig verstanden werde, um nicht so das Gefühl hochkommen, naja, der wischt halt drüber hinweg, dann ist das Problem, nimmt das Problem nicht ernst. Ne? Ja, es gibt einige Schwierigkeiten auf unserem Weg und da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen, auf so Schwierigkeiten, aber natürlich vor allem auch tiefer schürfen, woher sie kommen und wie man geschickter damit umgeht. Es ist ja nicht nur das, dass wir mit der Achtsamkeit unzufrieden sind, dass wir zu wenig achtsam sind oder dass wir meinen, unsere Meditation ist nicht gut genug, weil zu wenig Ruhe da ist. Wir lesen dann ja viele Bücher über Buddhismus, wir hören viele Vorträge, hören viel über die schädlichen Folgen von Ärger, von Angst, von Wut, von Neid, von Eifersucht. Und alles wird nur noch viel schlimmer. Weil wir ja durch die Achtsamkeit mittlerweile so weit sind, dass wir das mitkriegen, dass das alles bei uns da ist. Alles kommt vor. Ja, und der Stress nimmt zu. Der Stress nimmt zu, weil wir wollen es ja richtig machen. Wir wissen ja jetzt, wie es richtig geht. Ja, und wir wollen dann auch, ich sag mal, es gut machen, richtig sein. Und das ist tatsächlich aber ein Problem. Wir wünschen uns so sehr, dass wir anders wären. Wir wünschen uns so sehr, dass wir mitfühlender wären, dass wir besser zuhören könnten, dass wir gelassener wären, mehr Freude empfinden würden. Aber allein der Wunsch macht es eigentlich noch schlimmer, weil wir dann immer die Spannung in uns aufbauen. Ja, so wäre ich gerne, aber schau mich an, so bin ich. Ja? Der große Abstand. Und das alles kann die Praxis sehr schwierig machen, sehr anstrengend machen und wird sicherlich auch bei vielen Menschen dazu führen, dass sie es aufgeben. Wichtig ist jetzt zu verstehen, dass nicht alles in uns vom Willen beeinflusst werden kann. Ich meine, wenn ich die Hand ausstrecken will, den Arm ausstrecken will, kann ich ihn ausstrecken. Ja, das ist eine willkürlich, ne? Arme, Beine. Ne? Klar, einige Dinge sind willkürlich bei uns, aber viele Dinge in unserem Körper sind unwillkürlich. Der Herzschlag, die Verdauung, vieles andere, ne? Lohnt gar nicht aufzuzählen. Also vom Körper, von den Körperfunktionen sind die meisten sogar unwillkürlich. Und der Atem ist das Besondere. Der Atem nimmt eine Sonderrolle ein, weil er in gewissem Sinne beides ist. Wir können bis zum gewissen Grad künstlich atmen, nach irgendeiner Vorstellung.
gewisses Tempo, ne? Jede Sekunde ein, aus. Ne? Geht bis zu einem gewissen Ausmaß und dann wird es halt, irgendwann kommt es zu Problemen, weil es halt nicht passt zu dem, was der Körper braucht. Umgekehrt, wenn wir völlig vergessen zu atmen, tun wir trotzdem atmen. Dann tut der Körper für uns atmen. Ne? Also Atem steht in der Mitte. Wir können willkürlich viel machen, aber nicht alles. So, also wichtig ist zu wissen, dass vieles in uns unwillkürlich abgeht. Und zu den Dingen, die unwillkürlich abgehen, gehören eben auch unsere Gefühle. Unsere Gefühle, die kommen einfach. Den Ärger haben wir ja nicht bestellt. Irgendwas passiert, plopp, ist er da. Einfach so. So wie das Herz einfach schlägt. Und so wie wir automatisch anfangen zu atmen, wenn wir längere Zeit nicht mehr dran gedacht haben. Plopp, ist einfach da. Also ist es mit unseren Gefühlen, so ist es aber natürlich auch mit den Gedanken. Und dieses Unwillkürliche in uns ist eigentlich das Große, eigentlich das Kräftige, das Starke. Aber komme jetzt bitte keiner mit richtig und falsch und gut und böse. Ne? Also es gibt in uns verschiedene Anteile, sind alle gut, alle richtig, haben alle Probleme. Aber wir müssen sehen, es ist groß. Das ist der ganze Körper praktisch, diese ganze Steuerung des Körpers, das ganze Gefühlsleben, das alles ist da drin. Und das, mit dem wir uns so gerne identifizieren, unser Denken, unser Verstand, ist da so eine kleine Schicht, die wir drüber haben, ne? Die auch noch da ist. Die ist sicherlich gescheit, klar, das macht uns als Menschen aus, dass wir das haben. Das ist das Besondere bei uns im Vergleich zu den anderen Säugetieren. Aber es ist eine kleine Kraft. Und in Ostasien wird gerne diese zwei Anteile dargestellt als der Wasserbüffel und der Hirte. Und der Wasserbüffel ist, also wird oft auch Ochs gesagt, finde ich nicht so tolle, weil der hat eben eine ganz andere Funktion. Der Wasserbüffel ist eben das Tier, das dem Bauern den Pflug zieht. Der ist groß und kräftig, der macht die Arbeit, auf dem kann man reiten. Das ist also ein toll, im Grunde ist es das, was in unserer Kultur das Pferd ist. Ja, und dann gibt's den Hirten. Klar, der Hirte ist gescheiter, aber er ist nicht so groß und kräftig. Ja, und der Hirte sucht den Wasserbüffel und versucht ihn zu zähmen. Aber eins ist klar, ihr könnt euch vorstellen, der Hirte kann den Wasserbüffel nicht so einfach zwingen. Der hat seinen eigenen Willen, der Wasserbüffel, und er ist groß und stark. Der Hirte muss schon trickreicher vorgehen. Okay? Aber es geht. Und unsere Vorfahren haben das ja geschafft. Ne? Wir wissen ja, dass der Wasserbüffel dem Bauern hilft beim Pflügen des Feldes. Wir wissen, dass die Pferde dass uns auf den Rücken lassen und dass sie uns herumtragen, dass wir reiten können auf Pferden und dass Pferde bei uns in unserer Kultur viel in der Landwirtschaft, zumindest früher, geholfen haben. So, und das soll schon ein bisschen hinführen, dass wir, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, wir reden ja gerne noch von buddhistischer Geistesschulung, von dieser Weiterentwicklung, dass wir mit Willen und mit Zwingen nicht viel hinkriegen. Dass wir damit viele Probleme verstärken und größer machen. Dass Blockaden auftreten können. Wir verspannen uns dabei. Ja, wir wollen schon, aber immer wieder kommen die Gefühle. Wir wollen sie nicht. So geht es nicht. Warum wir so denken, also es braucht sich niemand schämen dafür, wenn er jetzt meint, ja, so bin ich. Ne? Das ist ganz normal. Das ist einfach eine Folge unserer Erziehung. Ja, so sind wir halt erzogen worden. So denkt man in unserer Gesellschaft. Aber trotzdem, wichtig ist, Erziehung funktioniert so. Wir haben das in Erziehung so kennengelernt. Aber wir brauchen nicht noch mehr davon. Ja? Und gerade früher war in unserer Kultur sehr stark verankert der Gedanke, dass der Mensch nur deswegen kein wildes Tier ist, weil er streng erzogen ist. Ein ordentlicher Mensch wird streng erzogen, ordentlich, da muss man schon ordentlich schauen, ja, das streng sein und genau sein und so. Und dann wird es ein ordentlicher Mensch, sonst ist es ja nur ein wildes Tier. Ich meine, ich überzeichne jetzt ein bisschen, ja, aber so, der Gedanke schwebt herum in unserer Gesellschaft und der war besonders stark, so vor 150 Jahren vielleicht oder 200 Jahren, 19. Jahrhundert.
es hat sich viel verändert, aber dennoch steckt in uns irgendwo drinnen dieser Aspekt, der ist nicht weg. Ich sehe das aber ganz anders. Wenn wir uns einen Baum betrachten, zum Beispiel eine Linde. Ja, die Linde, die weiß, wie sie Blätter macht. Und die hat einen genauen Plan und die macht es nicht irgendwie zufällig oder irgendwie lässig. Die hat einen genauen Plan, wie ein Lindenblatt aussieht. Und die macht solche Lindenblätter. Und die Linde hat auch eine klare Vorstellung dafür, was der typische Wuchs einer Linde ist. Leute, die sich auskennen mit Bäumen, die können auch im Winter auf die Ferne sehen, welcher Baum eine Linde ist. Sie sehen es am Wuchs, am typischen Lindenwuchs. Die Linde weiß das. Die Linde kann das. Natürlich braucht sie vernünftige Umweltbedingungen. Es ist klar. Ihr wisst, es gibt manchmal Bäume, die an sehr ungünstigen Standorten stehen. Einer ist zum Beispiel oft direkt an der Küste. So an der Nordsee sieht man das oft oder an der Ostsee. So Bäume, die so in der ersten oder zweiten Reihe wachsen, die sind unheimlich Wind ausgesetzt, oft auch Salz. Und die werden dann, wie man sagt, Windflüchter. Also völlig schief, fast wie verkrüppelt eigentlich sehen die aus. Weil immer der Wind von der einen Seite geht und der Baum hängt dann so schief da. Okay, der Baum hat auch schon einen Plan. Aber es geht halt nicht. Die Bedingungen sind so ungünstig an dieser Stelle. Der ist sozusagen froh, dass er überhaupt überlebt. Ja? Und die Umweltbedingungen, die machen es eigentlich aus. Wie viel Licht hat sein Baum? Wenn einer in ein anderer in der Nähe steht oder ein Haus in der Nähe steht, wird die Linde schon wieder anders wachsen. Wenn die Bodenbedingungen schlecht sind oder wenn sie verschieden sind zwischen links und rechts. All das hat Einfluss auf die Linde. Aber wenn sie gute Bedingungen vorfindet, dann wird die Linde eine schöne Linde. Das funktioniert immer wieder von Neuem. Oder wenn wir an einen Apfel denken. Stellt euch vor, so ein Apfel, der da gerade noch ganz klein und grün ist am Baum. Ja, gehen wir da jetzt hin und sagen dem Apfel, du weißt also du bist noch grün und klein, du musst jetzt ein bisschen größer werden. Und gelb, das fängt dann so an, da ein bisschen gelb und dann da ein bisschen gelb. Und weißt schon, wenn du recht gelb bist, dann kannst du anfangen, rote Flecken. Ja, schön rot, groß. Und vergiss nicht, saftig, süß. Na, wenn wir so mit dem Apfel reden, der wird herzlich lachen. Der wird sagen, du, geh mir aus der Sonne. Dann wäre ich schneller süß und saftig und reif, oder? Vielleicht sagt er aber auch, du, aber wenn du schon was tun willst, den Ast da schräg über mir, den kannst du wegschneiden, dann kriege ich nämlich mehr Sonne ab. Also eher so rum. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied zwischen dem, was in unserer Kultur relativ tief verankert ist und was der Buddha uns lehrt. Ich rede es einfach mal auf Deutsch, ja, aber ich will schon auch hin und wieder, sage ich dann, Fachbegriffe. Und in dem Fall ist der Fachbegriff Buddha-Natur. Wir alle haben Buddha-Natur. Wir haben genau die gleiche Natur wie der Buddha. Ja, und wir sind halt so geworden, tja, weil die Bedingungen halt so waren, wie sie waren. So sind wir halt geworden. Aber das ist ja nicht das Ende der Geschichte. Und jetzt wollen wir uns weiterentwickeln. Wir müssen also schauen, dass wir uns gut um uns kümmern. Dass wir aufhören mit den inneren Kämpfen, mit dem Kritisieren, dass das noch nicht gut ist, dass das eigentlich sich nicht gehört, dass wir das nicht machen sollen. Dass wir so gerne so wären. Das bringt uns alles nicht weiter, das erzeugt nur Spannungen und Schwierigkeiten. Wir müssen Freundschaft mit uns selbst schließen. Und dieses Wort gefällt mir sehr gut, weil wir sagen oft im Buddhismus, wir sollen uns so annehmen, wie wir sind. Ja, ich sag mal als Fachbegriff. Und auch da spüre ich sehr viel Schwierigkeiten, das anzunehmen und zu verstehen. Jetzt sage ich Freundschaft mit sich selbst schließen. Warum? Weil das Problem mit dem Annehmen ist halt immer das, dass man denkt, ja,
annehmen, das ist ja praktisch sozusagen die Billiglösung. Ich bin halt so, wie ich bin. Ne? Das ist ja nicht ordentlich, weil man soll ja seine Fehler verbessern und vermeiden. Und außerdem ist es ja nicht in Ordnung. Wie kann ich das annehmen, wenn es in Ordnung ist? Ne? Und jetzt sage ich Freundschaft mit sich selbst schließen. Ja, weil es ein bisschen so ist, wie Freundschaft mit sich selbst schließen. Ich meine, wenn man einen Freund gewinnt, oder ist der ideal? Ist so ein Freund perfekt? Oder? Ich weiß nicht, ob jemand so einen Freund hat. Eigentlich nicht. Alle Leute haben ihre Ecken und Kanten und ihre Macken und Schwierigkeiten. Ich meine, wir mögen die Person. Klar, wir mögen sie aufgrund von ganz konkreten Dingen. Wir mögen sie. Aber wir wissen, klar, da gibt's so ein paar Sachen, das geht halt nicht. Ne? Das passt nicht. Aber wir mögen die Person. Deswegen sind wir gern mit ihr zusammen. Deswegen sagen wir, das ist ein Freund, das ist eine Freundin. Ja, weil wir sie mögen. Mit all ihren Stärken und Schwächen. Mit all ihren Ecken und Kanten. Mit ihren liebenswürdigen und mit ihren schwierigen Seiten. Ja, und darum geht es. Darum geht es, dass wir diesen Punkt einmal erreichen. Denn das ist die vernünftige Basis für die buddhistische Geistesschulung. Dass wir das einfach uns annehmen. Ja, so bin ich. Und aufhören zu denken, da muss ich rumdoktern. Da muss ich was ändern. Nein, es einfach mal sein lassen. Und sich zu erinnern, so bin ich. Und es ist okay, dass ich so bin. Und ich bin so geworden. Klar, ich bin in diesem Elternhaus aufgewachsen. Unter diesen Bedingungen habe ich gelebt. Ich habe unter diesen Bedingungen gearbeitet. Da sind diese und jene Dinge vorgefallen in meinem Leben. Gut. Und in Summe bin ich so, wie ich bin. Aber das ist ja nicht das Ende von der Geschichte. Ich will weiterkommen. Ich will was lernen. Aber aus dieser positiven Grundhaltung raus. So wie wenn jemand einen Kurs besucht. Wenn jemand sagt, ich will irgendeinen Kurs auf der Volkshochschule besuchen, dann steht doch nicht dahinter das Gefühl, dass ich ein Defizit habe, dass ich einen Mangel habe, dass etwas falsch ist an mir, dass etwas schlecht ist. Überhaupt nicht. Da steht nur die Idee, das gefällt mir, das möchte ich lernen. Ich gehe also aus davon, dass ich völlig in Ordnung bin, alles ist gut, und ich gehe jetzt auf diesen Kurs, um etwas zu lernen. Weil es ist ganz natürlich für uns Menschen zu lernen. Es ist ganz natürlich für uns, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir weitergehen. Aber es ist wichtig, gerade bei der buddhistischen Geistesschulung ist es ganz wichtig, dass wir das aus dieser Haltung der liebevollen Zuwendung auch zu uns selbst machen. Weil die großen schwierigen Dinge, die kommen von alleine, wenn wir eben unseren Körper und Geist wachsen lassen, wie die Linde, wie den Apfel. Gute Bedingungen schaffen und dann können wir uns gut entwickeln. Und aus dem Sinn heraus, aus dem Geist heraus möchte ich so ein paar Gedanken geben, was so ein paar wichtige Punkte sind. Die sind wahrscheinlich nicht vollständig, aber so ein paar Punkte ansprechen, auf die wir achten können. Warum und warum sie gut sind. Als erstes möchte ich den Punkt erwähnen, dass wir mehr Zeit brauchen. Zeit für uns. Und das meine ich jetzt nicht im umgangssprachlichen Sinne. Also es geht darum, wir sind den ganzen Tag beschäftigt. Wir sind beschäftigt in der Arbeit, wir sind beschäftigt zu Hause, wir haben diese und jene Projekte und häkeln so durch den ganzen Tag. Dass das keine Zeit für uns ist, ist klar. Nur dann ist die Frage, was machen wir dann, wenn wir mal aufhören? Tja, das ist genau die Frage, ja. Was machen wir dann? Was wir brauchen, ist Zeit, in denen der Geist zur Ruhe kommen kann. Das kann nicht die Zeit sein, wo wir vom Fernseher sitzen. Die Zeit, wo wir vom Fernseher sitzen, ist es nicht. Da kann vielleicht der Körper ausruhen. Okay, klar. Die Frage ist allerdings, ob der Körper das braucht. Die meisten von uns arbeiten ja im Büro, im Sitzen. Also die Frage ist, ob der Körper das wirklich braucht. Ja, das ist nicht die Zeit, die ich meine. Wir brauchen Zeit, in denen der Geist Zeit hat, ich sag mal, das zu verarbeiten, was war. So wie
keine Erziehung ohne Probleme abläuft, ohne Wunden abgeht, die nachher uns als Erwachsene belasten, so gibt es auch immer wieder Schwierigkeiten, jeden Tag von neuem irgendwelche Probleme, Dinge, die uns wehgetan haben, Dinge, die uns Sorgen bereiten, Dinge, die uns verärgert haben, die sind einfach da. Wir haben normalerweise überhaupt keine Zeit, uns damit zu beschäftigen. Wir bleiben auf der Ebene, wenn uns etwas ärgert, ja, wie es geändert wird, ja, überlegen, wie wir uns durchsetzen können, wie wir kämpfen können. Ja gut, ich meine, manchmal brauchen wir das, aber was ganz wichtig ist, aus buddhistischer Sicht, ist, dass wir Zeit haben, das zu verarbeiten, damit wir uns wieder wohlfühlen, damit wir rauskommen aus dem Ärger und übrig bleibt einfach eine Situation, eine schwierige Umweltbedingung, dass halt irgendwelche Leute uns etwas machen, was uns das Leben schwer macht. Klar, wir können damit leben, aber wir hätten es gern besser. Aber dass wir aus dem Ärger rauskommen, dass wir den Ärger loslassen können, dass wir dann auch wieder ordentlich schlafen können, wenn der Ärger weg ist. Ja? Es ist ja nicht die Schwierigkeit, die der Kollege oder die Kollegin in der Arbeit jetzt aufgebaut hat für uns, die uns am Schlafen hindert, sondern der Ärger darüber oder die Angst darüber. Ansonsten können wir auch schlafen. Am nächsten Tag ist es halt schwieriger. Aber wir könnten schlafen. Nein, diese Gefühle machen uns Schwierigkeiten. So, und diese Gefühle, die brauchen Zeit, in denen sie angesehen werden können. Zeit, in denen sie sich ausdrücken können. Und Zeit, in denen der Geist sie aufarbeiten kann. Manchmal ist es total einfach. Manchmal kommt die Erinnerung zurück, der Ärger kommt wieder hoch. Wir denken uns einfach nur, ja gut, klar, das ist halt so, ne? Die Person will das halt so, aber ich will es halt so und es geht nicht anders. Also ist es klar, dass die Person sich über mich ärgert. Kann man nichts machen. Niemand kann so leben, dass alle Menschen damit zufrieden sind. Diese Erfahrung musste übrigens auch der Buddha machen. Also glaub nicht, dass der Buddha keine Feinde hatte. Der hatte sogar Todfeinde. Aber der Buddha hat gesagt, die Welt mag im Streit mit mir liegen, aber ich liege nicht im Streit mit der Welt. Das ist der Punkt. Er kann nicht die Verantwortung übernehmen für andere Leute, die sich über ihn ärgern. Andere Leute, die ihm neidig sind. Also Buddha war natürlich so eine herausgehobene Person, die hat natürlich auch Neid auf sich gezogen, das war klar. Das hat nicht jeder abhaben können, dass er so geschätzt wird. Ja, da kann er nicht viel machen. Damit muss er halt leben. Aber wichtig ist, dass er rauskommt aus dem Ärger, dass er keine Wut entwickelt, dass er eben nicht im Streit lebt mit der Welt, wieder in Frieden kommt. Bei vielen anderen Problemen kommen wir, wenn wir Zeit haben und tiefer reinschauen können und wenn wir uns die Zeit nehmen, uns rein zu spüren in das Problem, dann kommen wir drauf und verstehen auf einmal, was den anderen Menschen umtreibt. Und finden dann auf einmal gute Kompromisse oder finden eine neue Gesprächsgrundlage. Oft ist es ja gerade eben unsere Emotionen, unser Ärger, unsere Wut, die uns daran hindern, zu einem vernünftigen Gespräch zu kommen. In dem Moment, wo wir uns beruhigt haben, ist oft die andere Person, wird dann auch ruhig und auf einmal kann man reden und findet Kompromisse, findet einen guten Weg. Ja, aber das alles braucht Zeit. Zeit, in der wir weder hektisch hinter irgendeinem Projekt herrennen, in dem wir nicht arbeiten, in dem wir aber auch nicht fernsehen, sondern Zeit, in der wir in uns hineinschauen. Zeit, in der wir uns beobachten, in der wir diese Prozesse ablaufen lassen. Und diese Zeit können wir Meditation nennen. Das ist das Wichtige an der Meditation, dass wir uns Zeit nehmen für uns, Zeit für unsere eigenen Probleme, dass wir tief reinschauen. Und wenn diese Gedanken kommen, wenn diese Gefühle kommen, wir brauchen sie nicht unterdrücken, ganz im Gegenteil. Die Meditation ist genau der richtige Augenblick, wo sie kommen. Ich sage mir immer, wenn sowas kommt, ja, das will angeschaut werden. Das ist mein Wort, ihr findet vielleicht andere Wörter. Ne? Ja, das will jetzt angeschaut werden. Ich versuche dann in dieser achtsamen Haltung zu bleiben, dass ich
nicht weggerissen werde von dem Problem und mich wieder reinsteigere, sondern dass ich es beobachte. Ich spüre den Ärger, ich spüre die Schwierigkeiten und mit diesem ganzen Reinschauen kommt da ein Prozess in Gange. Das ist wie so ein Denkprozess, sage ich mal. Er ist aber nicht wirklich gesteuert und ich beobachte ihn einfach. Ich beobachte ihn und schaue tiefer und in diesem kommen eben dann Einsichten. In dieser Phase, in der ich diese Gedanken in gewissem Sinne laufen lasse und doch beobachte, dann kommen auch Einsichten, dann kommt Verständnis für den anderen Menschen, dann kommt Verständnis, was tiefer hinter dem Problem liegt. Und dann, aus dieser Lage heraus, kommen dann auch Lösungsansätze. Zumindest, was oft ja auch schon reicht, wieder eine Gesprächsbasis. Und dann kann man die Lösung ja auch mit dem anderen ausarbeiten, ne? Oder man kommt drauf, was man anbieten könnte, damit wieder Gesprächsbasis entsteht. Ja, also das ist Meditation. Meditation ist also eine Phase, in der wir dem Körper und Geist Zeit geben, alles zu verarbeiten, was an Schwierigem passiert ist. Und idealerweise kommt er dann zur Ruhe. Aber wir können nicht sagen, es war eine gute Meditation, wenn sie ruhig war. Das ist nicht richtig. Sie ist halt ruhig, wenn wir wenig Probleme hatten. Ja, wenn wir natürlich jeden Tag meditieren, ja, und der Tag war nicht besonders schwierig, dann kann das schon sein, dass die nächste Meditation ganz ruhig ist, ganz still ist, dass gerade nichts aufzuarbeiten gibt. Das kann schon passieren, ja. Auch okay. Und wenn die Dinge hochkommen, die Schwierigkeiten gemacht haben, ist es okay. Und diese Zeit brauchen wir. Das ist einfach so eine dieser Bedingungen, ne? So wie der Baum das Licht braucht, das Wasser braucht, die Nährstoffe im Boden. So brauchen wir diese Zeit. Sonst gären diese Probleme immer ungelöst weiter in uns. Also ich kenne keine andere Zeit. Wir müssen nicht formell sitzen, das versteht mich nicht falsch. Ich sage deswegen immer ganz gerne, ihr könnt auch gerne informell meditieren. Im Gartenstuhl oder im Fernsehsessel. Ist okay. Wichtig ist nur, dass ihr euch die Zeit gebt, euch zu beobachten. Euch Beachtung zu schenken, euren Problemen Beachtung zu schenken. Gut, ja. Und das fällt unter den Fachbegriff Meditation. Ja. Wichtig ist aber auch, dass wir unserem Körper mehr Beachtung schenken. Wir sind oft große Teile des Tages völlig unachtsam und erledigen in auf unachtsame Weise viel auch körperliche Arbeit. Und das geht schon. Nur wichtig ist zu wissen, dass halt der Körper in diesen Phasen einfach sich bewegt nach irgendwelchen eingeübten Bewegungsmustern, die aber nicht immer unbedingt gut dazu passen zu dem, was man gerade macht. Deswegen sind die Bewegungen vielleicht ein bisschen hart, vielleicht ein bisschen eckig, man stößt öfters mal an, man haut so Sachen feste, stellt, also es werden oft laut, ne, und unbeholfen wirken die Aktionen. Ja, weil der Körper sozusagen allein ist, ja, weil Auge und Geist nicht mithelfen. Die Erfahrung ist aber, wenn man genau das Gleiche achtsam macht, das heißt also sich selber zuschaut, wie man etwas tut, mit dem Geist genau bei dem ist, was man macht, dann werden die Bewegungen weicher, sie werden leichter, sie passen besser, ne, zum Beispiel beim Gehen tut man weniger hart auftreten. Ja, das geht von ganz alleine, weil das ist einfach unsere Natur. So wie bei der Linde wieder, ja? Das ist einfach unsere Natur, so zu sein. Nur, wenn wir Unachtsames machen, da kommt halt ein Wurm rein und dann ist es nicht so gut. Aber wenn wir achtsam sind, dann kommen wir in diese Natur rein und sofort ist der Geist damit beschäftigt und sagt, ja, ich gehe jetzt, das ist total wichtig. Ja? Wenn ich achtsam gehe, dann weiß mein Geist, ich gehe und gehen ist wichtig, ist interessant. Der Geist spürt jeden Schritt. Ja, und dann werden die Schritte weicher, dann werden die Schritte leichter, dann werden die Schritte entspannter. Wir müssen dann gar nicht irgendwie gekünstelt irgendwie gehen, ja, sozusagen wollen, leise gehen wollen. Das passiert von ganz alleine. Und so ist es mit allen anderen Dingen. Manche Menschen meinen, wenn sie etwas achtsam tun wollen, dann müssen sie es irgendwie besonders gut machen.
Aber das ist ein bisschen das Pferd von hinten rum aufgezäumt. Das ist es nicht. Wenn der Geist beim Körper ist, sind wir achtsam. Also wenn ich die Tasse in die Hand nehme und der Geist dabei ist, bei der Hand und bei der Tasse, bin ich achtsam. Wenn ich jetzt mit dem Geist bei der Hand und bei der Tasse bin und sie abstelle, dann stelle ich sie achtsam ab. Egal, ob es jetzt besonders geschickt war oder nicht. Der Witz ist nur der, wenn ich das mache, werden die Bewegungen geschickter, werden sie weicher, werden sie fließender. Wir müssen aber da nichts extra wollen dafür. Wir brauchen nichts wollen. Nein, dabei sein. Wir müssen einfach sehen, dass Körper und Geist zusammengehören. Zusammen sind die ein super Team. Ich habe ja gesagt, in Ostasien wird immer das Bild, Bilder sind oft viel besser als 1000 Worte. Also nochmal das Bild, der Hirte und der Büffel, der Wasserbüffel. Oder in Indien, weil der Wasserbüffel jetzt bei uns immer ein bisschen schräg ist, aber die Inder sind uns ja näher kulturell, die machen das gleiche Beispiel, machen sie mit dem Wagenlenker und den Pferden und dem Wagen, dem Pferdegespann. Ja, der Wagenlenker entspricht sozusagen unserem Geist, unserem Verstand. Ja, und die Pferde, das ist die Kraft des Unbewussten. Ja, und wenn die zwei gehören zusammen, ist schon besser, wenn der Wagenlenker schaut. Der weiß ja, wo es hingeht. Der weiß ja, welcher Weg gut ist. Ja, der weiß, wo Schlaglöcher sind, die schlecht sind. Der sieht es, ne? Ja, und der lenkt die Pferde. Nicht mit Gewalt, aber gibt ihnen eine Richtung vor. Und die Pferde sind gar nicht so störrisch. Die wollen schon. Also es geht darum, dass das zusammenarbeitet. Und dann passt es schon. Und schlecht ist es, wenn es nicht zusammenarbeitet. Dann gehen die Pferde irgendwo hin. Ne? Gut, also Achtsamkeit heißt für den Körper. Wir müssen einfach unserem Körper mehr Beachtung geben. Und das tut ihm gut. Und Entspannung ist etwas, was entsteht dabei, aber was nicht, meines Erachtens, nicht von alleine kommt. Also wir wissen ja alle, dass ein Muskel, der einfach keinen Kontakt mehr zum Hirn hat, weil zum Beispiel jemand einen Hirnschlag hatte, dass die Muskel dann kontrahieren. Das heißt, wenn der Muskel völlig sich selbst überlassen wird, kontrahiert er. Na, dann haben die Leute so, ne? Wenn sie da die Beziehung nicht haben. Das heißt, der Muskel braucht irgendetwas vom Geist, damit er entspannt. Aber nicht den Willen, das wissen wir alle. Ne? Es funktioniert nicht, wir können nicht zwingen. Ja? Aber vielleicht ist es ja genau das. Er braucht ein bisschen mehr Beachtung, oder? Was machen wir im Bodyscan? Wir gehen einfach den Körper durch. Das ist die Form von Bodyscan, die ich am liebsten habe. Einfach nur den Körper durchgehen. Ich nenne, wenn ich es für andere anleite, nenne ich die Körperteile. Wenn ich es für mich selber mache, denke ich sie natürlich nur. Ja, dann lege ich mich hin und gehe zu den Zehen und spüre einfach die Zehen. Ich mache gar nichts, ich spüre sie nur. Und gehe weiter, Fußsohlen und so weiter. Ne, ihr kennt es ja. Ne, geht den ganzen Körper durch. Mach eine Reise durch den Körper. Und gebe diesen Körperteilen der Reihe nach meine Beachtung. Ich spüre hin. Ich fühle, was da ist. Ohne richtig, ohne falsch, ohne irgendetwas zu wollen. Einfach so. Ich spüre sie. Und es tut total gut. Wir haben einmal eine Übung gemacht, hat jemand angeleitet, ein Bodyscan, wo wir nur eine Körperreise gemacht haben durch die linke Körperhälfte. Und dann war die Aufgabenstellung, spürt man den Körper rein, wie er sich anfühlt. Und es war krass, was für ein Unterschied zwischen links und rechts war. Ich war völlig baff. Und dann fairerweise hat die Person auch noch angeleitet, jetzt eine Körperreise durch die rechte Hälfte zu machen. Sie gemerkt haben, nee, es ist nichts falsch an unserem Körper, das wirkt so stark. Und dann war es wieder ausgeglichen und gut. Ne? Also wer das mal machen will, rein spaßeshalber, ist jetzt keine besonders gute Übung, aber es ist so ein wissenschaftlicher Versuch vielleicht, der euch hilft, es zu verstehen. Ja, es ist keine Übung, die man immer wieder macht, sie hat da nicht den Sinn. Ne? Aber zum Verständnis. Und das passiert nur dadurch, dass wir die Körperteile spüren, dass wir hinspüren, dass wir uns Zeit geben. Natürlich können wir in der Zeit nicht fernsehen, in der Zeit können wir auch kein Buch lesen, und in der Zeit kriegen wir keine Arbeit erledigt. Das geht halt nicht. Aber wir entspannen uns. Und wir fühlen uns wohler. Ja, und das brauchen wir einfach
immer mal wieder zwischendurch. Dann können wir wieder loslegen, wieder Probleme lösen. Ja, also das war der zweite Punkt, wir unserem Körper mehr Beachtung geben. Eben durch so Übungen, wie so Entspannungsübungen, wie unsere Tiefenentspannung, die Körperreise oder auch einfach im Alltag das, was wir zu tun haben, eben achtsam tun. Ja, das machen wir nicht, weil irgendeine höhere Instanz oder ein Gott oder irgendwer gesagt hat, das müssen wir tun, das sollen wir tun, dann sind wir bessere Menschen. Und wir tun es auch nicht, weil wir glauben, ja, dann kriegen wir Erleuchtung oder so. Nein, es tut uns gut. Deswegen machen wir es. Ja? Das ist ein bisschen wie die Körperreise, nur mit Arbeit. In der Zeit können wir auch aufkehren, in der Zeit können wir umgraben im Garten, wir können einen Baum zurechtschneiden, wir können Rasen mähen, alles Mögliche. Also wir können viel machen. Also wenn ihr einen extremen Mangel an Entspannung habt, dann gibt es den Effekt, den leider viele Leute erleben, dass sie im Urlaub und zwischen Weihnachten und Neujahr meistens krank werden. Ja? Da stellt sich die Frage, warum? Warum gerade dann? Ja, warum? Ganz einfach, weil diese Menschen viel zu viel Stress haben. Und was macht der Körper, wenn er Stress hat? Der kriegt trotzdem seine Viren, kriegt seine Bakterien. Und was macht der Körper im Stress? Stress heißt, der Körper glaubt, dass das Überleben gefährdet ist und optimiert alles auf Überleben, Kampf und Immunsystemkrankheiten kann man jetzt gerade mal nichts machen. Und wenn ein Mensch das monatelang macht, mag er das als Erfolg verbuchen, dass er nicht krank wird. Aber im Urlaub kommt dann das. Ne? Im Urlaub lässt der Stress nach, im Urlaub kommt dann das Immunsystem und sagt, ah ja, genau, da gibt es sowieso einiges zu tun. Und dann kommt halt Fieber und dann kommt halt dieses und jenes. Und das Immunsystem arbeitet. Ne? Also viele von uns haben eben viel zu viel Stress. Und da ist es ganz besonders wichtig, immer wieder diese Phasen der Entspannung einzubauen, wo man wirklich eben so Tiefenentspannung macht. Ja, und ganz wichtig ist grundsätzlich das, was ich schon am Anfang erwähnt habe. Es ist ganz wichtig, dass wir freundlichen Umgang mit unseren Defiziten, Schwächen und Fehlern lernen. Das ist einfach entscheidend. Wir kommen so leicht in diese Verspannung, in dieses Wollen, in dieses über uns selber ärgern. Und das macht so viel wieder kaputt. Und es ist so überflüssig. Und ja, was hilft, sind so Dinge wie, dass wir uns versuchen zu verstehen, woher das kommt. Und meistens ist es gar nicht schwer. Die Dinge, die haben wir meistens aufgeschnappt, weil der Vater so schon so war, weil die Mutter so war oder die Großeltern. Oder es kam aus der Geschwistersituation. Es ist halt irgendwie passiert und wir wissen das schon. So ungewöhnlich sind unsere Schwierigkeiten nicht im Leben. Wir wissen, dass es die anderen auch haben und dass die halt mehr oder minder uns anerzogen worden sind. Und wenn dann der innere Kritiker in uns sagt, ja, aber das ist jetzt wirklich ein billiger Ausweg, die Eltern die Schuld zuzuschieben. Ja, dann müssen wir dem inneren Kritiker sagen, nein. Das ist die Grundlage für eine gesunde Weiterentwicklung. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist das auch der Titel. Man hätte viele andere Titel auch nehmen können für diesen Vortrag. Aber ich wollte den Titel Freundschaft mit sich selbst schließen haben. Weil das oft das Allerschwierigste ist, dass wir einfach akzeptieren, ja, so bin ich. Aber ich mache jetzt das Beste draus. Ich schaue jetzt, dass ich habe ja Punkte aufgelistet, ich schaue jetzt, dass ich Zeit habe für mich, ich schaue jetzt, dass ich bessere Beziehungen zu meinem Körper kriege, mehr achtsam bin, ich spüre, dass ich Zeiten der Entspannung habe, dass ich mich nicht über mich selber ärgere. Ja, aber ich brauche schon einen Grund, ich kann ja, weil sonst bin ich ja nur im Wollen drin. Ne? Also deswegen habe ich das erzählt mit, sozusagen, in Anführungszeichen, den Eltern in die Schuhe schieben. Das ist für mich ein Grund. Ich kann sagen, ich bin so geworden, weil das waren die Bedingungen und darum bin ich so. Ging halt nicht anders. Mein Gott. Es ist wie im Kartenspiel. Man kriegt man gute Karten, man kriegt man schlechte Karten und wem hat es was gebracht, sich zu ärgern über gute Karten? Stolz sein, ärgern über schlechte Karten, stolz sein auf gute Karten, hallo. Aber hallo.
Die werden immer wieder neu gemischt. Ne? Schön im Kartenspiel ist das halt immer wieder abwechselnd. Und wir haben halt nur ein Leben. Ne? Aber ganz egal, was nutzt das alles? Das sind die Karten und die einzige Frage, die sich stellt, ist, was kann ich damit machen? So ist es. Und ich mache jetzt das Beste draus. Das kann man sich überlegen, soll man sich überlegen. Ne? Also wir machen einfach was draus, aus dem, was wir bekommen haben. Also das, wie wir sind, ist halt das, was wir bekommen haben. Das nehmen wir einfach an, geht ja eh nicht anders. Und entwickeln es weiter. Ja, gut. Einen Punkt möchte ich noch kurz erwähnen, den kann ich nicht ganz ausführen. Ich will ihn nur anreißen. Aber es gehört schon noch auch für diesen ganzen Entwicklungsweg auch dazu, dass wir auch gewisse, wir nennen das, der Fachbegriff ist, falsche Ansichten haben. So, falsche Ansichten kann man jetzt nicht auflisten. Das ist nicht wie in der Kirche mit Katechismus und so. Das geht nicht, sondern falsche Ansichten sind Ansichten, die uns leiden lassen. So möchte ich sie formulieren. Und so möchte ich auch den Umgang sehen. Das heißt, wenn ich leide, dann ist die interessante und wichtige Frage, woran liegt es eigentlich? Und die Antwort, dass der andere was falsch macht, ist zu schwach. Es liegt daran, dass ich unbedingt will, dass es so und so geschieht, dass ich gewisse Erwartungen habe, dass ich stur bin oder dass ich überempfindlich bin, ne? Hysterisch bin schon auf gewisse Dinge. Ich sehe, dass 10 andere Leute eigentlich genau das gleiche Problem haben und keiner redet drüber. Und dann fragst du und sagst, ja gut, und mich regt's auf. Ja, da bin ich überempfindlich, oder? Also wir haben so Glaubenssätze, so Einstellungen, so Haltungen, die einfach immer wieder Schwierigkeiten machen. Und die sind im Unbewussten. Das heißt, die können wir jetzt nicht sozusagen erstmal auflisten und dann überprüfen und abhaken, was okay ist und was nicht okay ist. Rot anstreichen oder so. Das geht nicht. Die sind im Unbewussten, das macht doch gar keinen Sinn. Es geht umgekehrt. Wenn ich leide, muss ich mir überlegen, woran es liegt. Und es hat schon was mit mir zu tun. Also jetzt ein Beispiel. Wenn ich darunter leide, dass ich dieses und jenes nicht mehr kann, dann denke ich, ich leide unter Alter oder ich leide unter, ja, dass der Körper sich einfach nicht gut entwickelt, ja. Aber das ist zu oberflächlich. Drunter liegt, dass ich einfach eine gewisse Vorstellung habe, was ich können will. Die vielleicht daran liegt, dass ich das mit 25 konnte. Okay? Also, ja, ich wäre jetzt demnächst 60. Ne? Ich erspare euch eine Liste der Dinge, ne, die ich nicht mehr kann. Ist halt so, oder? Und das Gleiche ist natürlich auch mit dem Aussehen. Wir haben halt auch die alten Fotos. Ne? Ich weiß nicht, ob die gut sind. Ja, die Fotos sind schon gut, ja. Nur wir schauen anders aus. Ja. Na, es ist wirklich, also das fällt mir so auf mit dem, klar, man, da sieht man wieder, so habe ich ausgesehen. Ne? Ja, das vergleichen wir besser nicht mit dem Spiegel. Ne? Ja, man verändert sich halt. Und das meine ich mit tiefer schauen. Und ich will den Punkt jetzt, darüber kann man viel sprechen. Ja, das, ich will es nur anreißen, dass das auch dazu gehört, zu der buddhistischen Geistesschulung und zu dem Gut, um uns umgehen, damit wir uns gut entwickeln können, heißt es auch, dass wir solche schwierigen Glaubenssätze, wenn wir sie haben, dass wir die dann entlarven und über Bord werfen. Und so über Bord werfen dadurch, dass wir sie entlarven. Das reicht ja schon. Wenn ich erkenne, dass ich dieses Hochzeitsfoto da immer so schön präsent habe, wie ich ausgesehen habe bei der Hochzeit und mir wünsche, immer so auszusehen, dass das halt nicht geht und dass ich eigentlich nur deswegen leide. Ne? Und andererseits, wenn ich dann andere anschaue im gleichen Alter, dann denke ich mir, ja, mein. Ja, dann weiß ich, dass das nur daran liegt. Das ist einfach eine unsinnige Vorstellung, dass ich so aussehen will wie damals. Das macht mir Schwierigkeit. In dem Maße, wie ich das verbinde, dieses Leiden, diese Schwierigkeiten, die ich erst gespürt habe, mit diesem Glaubenssatz, verliert er auch immer Kraft. Das ist jeder Gedanke daran, sinkt auch wieder ins Unbewusste ab und verändert dort etwas.
Also es verändert jedes Mal. Ich sage, na gut, so war es damals. Ne? Klar, jetzt ist es ganz anders. Ja, das verändert wieder ein Stück. Ich komme wieder ein Stück weg raus von diesem Glaubenssatz, von dieser Einstellung, von dieser Haltung. Ja, genau. Manchmal will man alles kontrollieren und das macht einem so kribbelig, wenn Dinge einfach irgendwie ablaufen und man merkt, eigentlich laufen die unkontrolliert. Zumindest von mir unkontrolliert. Tja, und so Sachen, ja. Also nur erwähnt hier, das ist auch ein großes, wichtiges Thema und es fällt unter den Begriff rechte Ansicht. Ne? Es fällt unter das Thema, ich sage gerne, was ist rechte Einstellung? Eben gute Einstellungen, gute Haltungen zu gewissen Dingen des Lebens oder Glaubenssätze. In der westlichen Psychologie sagt man gerne Glaubenssätze zu Dingen, die so tief stecken und das Verhalten so stark beeinflussen. Das sind so Begriffe. Ja, und die wichtige Botschaft ist, wenn wir da gut auf uns schauen, in den Punkten, die ich genannt habe, dass wir die Zeit nehmen, uns die Schwierigkeiten, die wir im Leben haben, zu verarbeiten, dass wir unserem Körper mehr Beachtung schenken, dass wir uns auch Zeit für Entspannung nehmen und dass wir schauen, welche Einstellungen und Haltungen schädlich sind und die entlarven als schädlich, als Grund für unser Leiden und damit über Bord werfen, dann haben wir eben gute Bedingungen geschaffen, in denen unsere Natur gedeihen kann, in unsere Natur wachsen kann, in der, ich sag mal, in dieser idealen Form eigentlich. Das ist in uns drinnen. Alles, was wir uns wünschen, alles, was wir schätzen, ist ja schon angelegt. Das braucht nur den Raum und die Bedingungen, damit es wachsen kann. Das wächst schon. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Die Linde braucht auch ein paar Jahre, bis sie schön und groß ist. Der Apfel braucht ein paar Monate, bis er reif ist. Und bei uns geht es auch eher in Jahren. Aber alles ist da. Egal ob Liebe, Mitgefühl, Freude, Gelassenheit, alles ist angelegt. Es ist da. Es braucht nur die Bedingungen, um wachsen zu können. Und unser Lehrer, der macht ja sehr gerne Kalligrafien. Macht einen Zen-Kreis und dann schreibt er einen schönen Spruch rein. Und da ist natürlich nie so viel Platz für so einen langen Vortrag. Deswegen muss er es immer ganz kurz fassen. Und unser Lehrer schreibt, be beautiful, be yourself. Sei schön, sei du selbst. Ja, ich hoffe, dass euch das ein bisschen hilft, euch so anzunehmen, wie ihr seid, und trotzdem auf den Weg der buddhistischen Geistesschulung zu gehen.